Willkommen zurück zu Chibi Let's Play mit SimCity. Und da ich es ja jetzt geschafft habe, im letzten Part noch Bären abzuschließen, kümmere ich mich jetzt in Tokio um die Monsterangriffe. Bowser, der König der Koopa, sucht in der Stadt nach seinen beiden Erzrivalen Mario und Luigi. Dabei trampelt er alles nieder, was ihm unter die Füße kommt. Selbst Flugzeuge und Schiffe sind nicht vor ihm sicher. Lösche alle Brände und repariere die Schäden, bevor er deine Stadt ein weiteres Mal heimsucht. Du hast 5 Jahre Zeit. Okay, gut. Tokio. Und wir sehen schon einen Flughafen und ja. Ich schaue mich erstmal nur um und ich merke, es ist doch recht wenig Feuerwehr vorhanden. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Da wäre ich sogar geneigt, in allererster Linie damit anzufangen, neue Feuerwehr zu setzen. Am besten an fast jede Ecke. Denn, ja, das könnte nachher wirklich wichtig werden. Ja, ein bisschen Strom noch, Ersatzstrom. Ich kann mir vorstellen, dass Bowser auch die Stromleitungen kappen wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihm, wenn der so durchstapft. Ja. Hier zum Beispiel auch. Das könnte ich dann hier dahin setzen. So. Da ist schon eine, aber hier so weit außen würde ich noch eine hinsetzen. Das wird bestimmt irgendwie schon Sinn ergeben, was ich hier mache. Und wenn nicht, kann ich es immer noch korrigieren. Diesmal reiße ich auch nicht so viel ab. Aus Fehlern lernt man immerhin. Und, ja. Ja, okay, Kernkraftwerke sind ja zum Glück nicht. Nur Kohlekraftwerke. Die machen natürlich auch Dreck, aber egal. Aha, sehr schön. Gerade in dem Moment natürlich die Meldung. Zu hohe Luftverschmutzung. Ja, was meinst du wohl, warum? Ich muss auch sagen, hier ist auch sehr viel Industrie. Und hier, das gefällt mir am meisten. Was ist das? Also, wenn es jetzt nicht Tokio wäre, würde ich glatt sagen, hier wohne ich als Bürgermeister. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Art Nachbildung ist vom Kaiserpalast. Man weiß ja, Tokio war ja ursprünglich, beziehungsweise in Japan gibt es ja immer noch eine Kaiserfamilie. Und ja, klar, die hatte auch noch irgendwo ihren Sitz. Und gerade in Japan ist man ja auch sehr traditionell. Sowas wird ja auch nicht abgerissen. Das bleibt natürlich erhalten. Ist, glaube ich, meines Wissens auch Weltkulturerbe geworden. Einer der vielen Paläste. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, es hat schon was. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich... Ja, ich setze hier noch eine hin. Und dann so runter. Und dann verbinde ich das auch wieder mit den Straßen. Ich bin auch sehr froh, dass diesmal der Straßenverkehr jetzt nicht in die Kritik kommt. Hier ist es ja auch wieder so mit den einzelnen... Naja. Okay, dann gehe ich mal etwas schneller bei der Sache. Bin gespannt, was gleich passieren wird. Aber auch schön, dass Industrie und alles so gemischt ist. Ich kann mir mal die Karte ansehen. Vielleicht sehen wir da schon einige Sachen. Mhm. Zum Beispiel hier mit dem Straßenverkehr. Ich glaube, ich höre ihn schon. Die ist schon mal gegeben. Ja, er ist schon da. Bowser greift an. Okay. Da schwimmt er. Hat hier mal eben noch ein paar Fabriken kaputt gemacht. Jetzt geht er nach oben. Der kleine böse Bowser. Gut, dann kann ich schon mal versuchen, die Schäden von ihm zu beseitigen. Mario ist nicht hier. Geh weg.
finde das irgendwie süß. Ah, wie in einem klassischen Godzilla-Film. Und jetzt macht er die Polizei kaputt. Okay, wenn es sein muss. Zack, bumm. Natürlich die Frage, kann die Feuerwehr jetzt schon so schnell eingreifen? Das wäre jetzt natürlich ideal. Dass die Kamera da so umschwenkt, das stört mich jetzt gerade hier. Ah, ist zu viel Wasser. Wir haben keinen Strom! Das ist jetzt doof. Und er macht mal eben den kaiserlichen Garten platt. Ach, wisst ihr was? Hier, zack. Jetzt haben die zwar auch keinen Strom, aber ihr habt eine Feuerwehr. Theoretisch könnt ihr jetzt löschen. Oder ist doch... Hä? Bowser, was machst du da? Du machst alles wieder kaputt, ne? Aber wirklich alles. Die ganze Stadt ist jetzt abgeschnitten von dir. Naja, die halbe. Boah, dass die Kamera immer umschwenkt, das nervt mich jetzt wirklich langsam. Das ist ja nervig hier. Ich möchte doch nur hier rüber switchen. So. Jetzt haben wir ein Ersatzkabel. Quer über den. Wow. Und er macht wirklich alles platt. Ach, guck mal, da war auch eine Feuerwehrstation. Mhm. Boah, ey, immer switcht das rüber. Oh ja, okay. Wo ist er jetzt? Da ist er. Er macht sehr viel kaputt. Aber zum Glück bleibt er auf der Straße. Okay, er hat auch was übrig für das... für die Verkehrslage. Wird hier denn gelöscht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht... Boah, könnt ihr mal mit der Kamera aufhören? Das nervt mich. Okay, ich glaube aber, das Feuer lässt nach. Hier oben zwar nicht und ja... Meine Güte. Boah, mit Switch, Switch, Switch. Meine Güte. Jetzt dreht er sogar um, der kleine, feine Herr. Könnt ihr mal mit dem Switchen aufhören? Ich wollte gerade was bauen hier. Zack. Und jetzt gleich auch wieder. Switch. Ja, natürlich. Gut. Aber ich glaube, hier lässt es wirklich nach. Gut, dass ich jetzt so schnell den Strom nochmal irgendwo ersetzt habe. Jetzt mache ich hier erstmal ein paar Sachen kleiner. Das, was er ja eh kaputt gemacht hat. Wo ist er? Da. Entschuldigt. Ich habe ein bisschen was im Hals. Diesmal, aber es ist nichts Schlimmes. Alles gut. Und hier brennt es lichterloh. Zum Glück ist die Feuerwehr in der Nähe. Zum Glück kann die was machen. Hoffe ich zumindest. Dass er weiterhin auf der Straße bleibt. Jetzt geht er runter. Ich mache sogar extra für dich noch die Häuser weg. Oh Mann, die schöne Stadt. Die wunderschöne Stadt. Ich mache jetzt alles erstmal sehr provisorisch. Das Neubauen kann ich ja später noch machen. Und jetzt latscht er mal eben noch einmal komplett quer herum. Aber wenigstens hat er hier nichts kaputt gemacht. Ne? Das ist schon mal sehr lieb von dir. Nur da jetzt. Warum haben die jetzt keinen Strom mehr? Aha, ich sehe schon. So. Jetzt haben wir hier was zur Überbrückung. Ach, guck mal, da haben sie schon mal... die Brände gelöscht, in den meisten Fällen zumindest. Jetzt geht er da noch durch das Haus. Ja, ist ja legitim, ne? Ist ja kein Problem. Schnell erstmal alles abreißen. Ich
glaube, so kann ich auch ein bisschen verhindern, dass er halt Feuer setzt. Du weißt auch noch nicht genau, wohin du gehst, oder? Hauptsache querfeldein. Hauptsache komplett durch. Immer der Nase nach. Die wächst zwar schief, aber ist nicht schlimm. So, hier erstmal provisorischen Strom. Hier scheint es sich wieder zu normalisieren. Okay, da ist noch ein Feuer. Dann machen wir es nochmal ganz schnell so. Wo ist er? Warum switcht das jetzt auch gar nicht mehr? Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Der war doch zuletzt hier, oder nicht? Oder ist der im Wasser? So weit kann er auch nicht schwimmen. Ja, anscheinend hat er sich jetzt in Luft aufgelöst. Aber ich höre ihn auch nicht mehr. Merkwürdig. Einfach nur merkwürdig. Aber gut, besser für uns. Besser für mich. Ich guck erstmal, dass ich nur den Strom verbessern kann. Alles andere ergibt sich hoffentlich gleich von selbst. Dr. White? Katastrophe, Beeilung. Irgendwo in der Stadt ist ein Unglück geschehen. Ja, damit meint er ja auch das Feuer. Die Brände sind noch da. Das ist mir auch bewusst. Ich hoffe, die Feuerwehr kann den Rest erledigen. Oh, jetzt ist da natürlich alles wieder zackenduster. Ach, Handy, ja, meldest du dich auch mal wieder, ja. Hab dich so lange nicht mehr beachtet, ich weiß. Ja, es tut mir leid, aber ich muss jetzt mein Handy leider hier neben dem PC auch liegen lassen, weil ich, ich habe gleich noch einen Termin, den darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht ganz so viel Zeit. Aber ich hoffe, dass ich hier trotzdem noch einiges schaffen kann in der Zwischenzeit. Und wir werden einfach mal schauen, wie die Lage sich hier so entwickelt. Auch mit dem Straßenverkehr und das Ganze, da kümmere ich mich auch nachher noch drum. So. Okay, die haben wieder Strom. Hier ist okay. Okay. Auch interessant, dass Bowser so einfach mitten in der Stadt hier erschienen war. Also mittendrin. So. Kam auf einmal aufgetaucht. Und dann ploppt er auf einmal wieder weg. Ist das vielleicht das Werk von Karmic? Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Munkel. Okay. Ja, gut. Das ist jetzt defekt. Das brennt jetzt nieder. Aber ich würde sagen, jetzt da nur noch so ein paar lose, vereinzelte Feuer sind, kann ich mich schon mal darauf besinnen, neu zu bauen. Nach dem Bedarf der Leute. Und dann vielleicht auch mal die Straßen hier erneuern. Vielleicht nicht alle, aber ein paar. So. Ich kann mir vorstellen, der Straßenverkehr wird dann auch wieder so ein Kritikpunkt sein. Wir kommen ja gar nicht zur Arbeit. Ja,
Was passiert? So, ich würde sagen, jetzt kann ich aber auch wieder auf Schnelligkeit stellen. Wir haben... Ich gucke gerade auf die Uhr. Achso, wir haben schon 15 Minuten rum. Ja, okay. Dann lasse ich einfach jetzt noch ein paar Minuten das Ganze auf uns wirken. So. Können die mal bitte dieses eine Feuerchen löschen? Oder ist das nicht in deren Gebiet oder was? Nein, nicht das. Nicht das. Ich wollte auf die Karte gucken. Minu. Also dieses Feinmotorik mal wieder. So vollkommen überschätzt. Okay. Aber hier oben. Merkwürdig. Hier ist doch Feuerwehr. Sogar viel. Ich bin verwirrt. Ups, das ist ein bisschen versetzt. Jawohl. Obwohl. Lasse ich jetzt einfach so. Mache ich jetzt eine Reihe draus. Und dann mache ich hier eine kleine Grünanlage. Das gefällt den Leuten doch bestimmt. Hier auch, so. Bestimmt, das gefällt denen mit Sicherheit. Da ist auch noch ein kaputtes Haus, sehe ich jetzt erst. Zwei kaputte Häuser. Nee. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit dem ganzen Katastrophengebiet hier, aber was soll man machen, ne? So, was habe ich mir hier geleistet? Oder war ich das nicht? Oder wie? Oder was? Guck mal, da generiert sich die Wirtschaft. Und ja. Hier bauen sie auch wieder. Hier ist auch wieder ein Krankenhaus. Okay. Okay, es scheint sich alles zu normalisieren. Gut, dann auf ins Getümmel. Und wir bauen uns einfach eine neue Stadt. Wir bauen einfach ein neues Tokio. Wie in den Godzilla-Filmen. Bowser stapft einmal komplett durch. Ein feindliches Monster meistens auch. Mal ist es, ja, Gamera oder King Ghidorah oder Mogura oder meinetwegen auch ein Metal oder Mecha-Godzilla. Der vielleicht auch Amok läuft, man weiß es nicht genau. Und ja. Trotz allem wird Tokio immer wieder neu aufgebaut. Im nächsten Film sieht es wieder picobello aus. Alles ist wundertutti. Auch der Tokyo Tower ist mal wieder zum 20. Mal errichtet worden. Es ist schon irgendwie genial. Schon wieder seltsam. Aber ich finde es lustig. Ich finde es unterhaltsam. Und auch wenn die Godzilla-Filme meistens schon sehr in die Kategorie Trash reingehen. Ich schaue sowas gern. Hin und wieder muss das mal sein. Mal hier kann ich jetzt auch mal... gut, dieses Stückchen, das erklärt sich irgendwie nicht von selbst. Das hat irgendwie, weiß ich nicht... Ich mach das mal weg, ne? Dann mache ich da gleich grün hin. Das gefällt euch doch mit Sicherheit viel besser. Erstmal so. So. Apropos grün. Hier brennt es trotzdem noch nieder. Ja, ist natürlich schade, weil gerade hier... ja, hier war es eigentlich so schön. Und dann kam Bowser und... Vielleicht sollte ich noch gar nicht so viel hier machen, weil da immer noch so ein kleines Flämmchen tanzt. Da ist auch noch ein kaputtes Gebäude. Zwei kaputte. Das fällt mir auf den ersten Blick meistens gar nicht auf. Erst später. Gleise. Gleise, Gleise. Eiserne Gleise.
Tut mir leid, ich weiß selbst nicht mehr, was ich sage. Ja, ich glaube, es wird dann auch wirklich mal wieder Zeit, dass ich eine kleine Pause mache. Denn ja, der Part hat ja jetzt auch wieder seine Länge erreicht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, dem Video ein Däumchen nach oben geben. Und natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn ich dabei bin, hier Tokio wieder neu aufzubauen und hübsch zu machen mit wunderschönen kleinen Grünanlegchen. Und ja, gut. In diesem Sinne sage ich jetzt mal, Tokio, mach dein Bestes, regeneriere dich und ja, gut. Was wäre denn jetzt ein schönes Bild, damit wir hier den Part beenden können? Hier die tanzende Flamme. Ja, gut. Nehmen wir diese tanzende Flamme. Und ja, bis bald. Tschüss.